Eu acho que eu vi isso. Eu vou. Schon mal einen pinken Dino gesehen? Ja. Beim Steinbruch? Ja, wenn du bei, wenn du rausfährst, Sandy Shores, fährst du rechts rum. Und das ist sozusagen direkt nach der Steinbruch-Einfahrt links, ist das, siehst du auf der rechten Seite, siehst du das? Ah ja, genau, stimmt. Ich schick ab Dino. Ja, sag einfach pinke Dino, mal gucken, ob was er sagt. ich sag pinker Dildo. Aki, ich hätte eine Fahrt für dich. Abzuholen am pinken Dildo. Am pinken Dildo. Dino. Nicht Dildo, Dino. In der Nähe vom Steinbruch. Ja, ja, genau. Ja, 701 oder 700. Da irgendwo müsste sein. Alles klar. Passt, viel Spaß, tschüss. Okay. Gerade Aki mal eine Fahrt gegeben. Ja, okay. Hallo. Und Hawks habe ich mir eine Fahrt gegeben. Moin. Seitdem. Also seit einer Stunde zwei Fahrten rein. Wow. Wolltest du gleich in Dienst kommen, oder was? Ja. Ja, dann lade ich dich nicht ein. Ciao. Was? Der macht Party. Ja, ich mach. Der macht Party. Ja, Aki schon eingeladen, ja. Ja, was für eine Party? Ja, gleich 20.30 Uhr, circa 21 Uhr bei mir zu Hause. Oder euer ehemaliges Zuhause, sag ich mal. Zu Hause, ja. Ja, 70-20. Ah, okay. Kannst mit Schwester kommen und mit allen, die kommen wollen, ja? 70-20? Warte mal. Ja, eure ehemalige Zuhause. Hast du auch gewonnen? Der Geld haben will, kommt zum Geld auch morgen. Will kein Geld haben. Wieder Lohn? Wir haben doch schon Lohn gehabt. Also ich lasse mir jetzt nicht für zwei Tage auszahlen. Macht überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, dann viel Spaß, Wiese. Pauli, wie viel habe ich dir gegeben? 44.540. Gut. Machen wir das doch wieder auf dem Konto rein. Wie viel? 540? Wunder mich gerade, ich war eben bei 800.000. Ja, warte. Das kam nicht hin. Ja, auf unserem Geschäftskonto. Ja. Ja. War noch genauso viel drauf. So, das kann nicht sein. Den habe ich ja nicht vom Konto abgezogen, vom Download-Konto. Von meinem Konto. Ja, aber es waren 44.540. So. Auszahlung. Was haben wir denn hier noch? Stopp, das ist schon wieder mein Konto. Was ist los mit mir? Ja, ist ja immer nicht so. So, wer ist noch hier? Da sehe ich Hawks. Den rieche ich vom Wolken. Der stinkt auch so. Ich brauche aber jetzt kein Geld, ja? Alles gut. Nein, dann machen wir jetzt nicht wieder die in mir haben. So, und... Ding halt's mal auf. Leg dir auf, du blockierst die Leutzelle. Tschüss! So. Frag sie mir nochmal anmerken, ne? Ja. Das Geld ist für 3 Tage. 3 Tage. Ja, bin ich gut, oder? Du machst sehr gute Arbeit. So. Das müsste Ben sein sonst, oder? Jo. 61.000 eingenommen. In 3 Tagen, Leute. Easy oder easy? Jetzt muss ich aber die Strichliste wieder streichen, weil... Ja, was heißt streichen, aber... Ja, solange der Chef zufrieden ist mit mir, ist alles gut. Oh ja, das bin ich. Aber ich habe etwas, Chef. Was denn? Ich hatte eine sehr laute Person, die mir ins Ohr geschrien hat, der gebet... Nee, Herr Fischer, der sagt, sie sollen sofort anrufen. Hab ich. Okay, ja, der hat mir so ins Ohr geschrien, mein Turnfest ist fast geplatzt. Und... Ja. Und ich habe eine Information... ihr hattet wohl eine Partnerschaft damals mit LSC, kann das sein? LSC? Ja. Die werden bald wieder eröffnen mit einer neuen Inhaber und die fragen an, ob man die Partnerschaft wieder aufleben lassen könnte. Dein Arsch da weg. Wer hat da gefragt? Moment, eine Kollege, aber der Matthew ist jetzt Inhaber. Oder Matteo. Matteo ist jetzt. Ich kann die Nummer geben von Matteo. Nee, alles gut, die habe ich. Okay, ja, yeah, gut. Sollte zumindest anfragen, dann habe ich jetzt das Secretary erledigt. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ich danke dir. Ihr. Yeah. Okay. Nee, einer ist für die... Alter Schwede, in nur 3 Tagen, ey. Puh, das ist gut. Was? Das ist überhaupt nicht gut. Was hast du denn gemacht? Immer wenn ich hierher komme, hat Hand zu tun. Ja, das ist, gar keine Zeit mehr für mich. Oh, warte, ich hab was für... Warte. Okay. Dankeschön. Sehr schön. Oh, bitte. Dankeschön. Was geht? Immer wenn ich herkomme, hast du keine Zeit. Ja, ich hab telefoniert, du Arschgeige. So. Und dann beleidigen wir da auch noch. Ich komme in mein Taxi.
Kannst nicht von deinem Konto. Ja, willst du heute nicht vorbeikommen, ach so, ja? Achso, ja, stimmt. Ja, musst du selber wissen, egal. Ja, sonst komme ich ein bisschen später. Ja. Die Party geht sicher länger. Kannst du von deinem Konto? Ja, mal sehen. Was gibt's zu feiern? Einfach so, ich hab heute Bock zu feiern. Unter der Woche? 3 Tage ist das sehr nett. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Richtig. Ja, ja. Warum nicht? Wollt ihr auch nichts anderes behaupten? Hans, darf ich dich in die Ecke bringen? Bis später. Yeah, see you. Tu ich aber gerade. Eure Schlüssel. Ja. Der Schlüssel fährt sich besser, hast du recht. Und? Und? Auch. Eier, ihr zwei seid auch eingeladen. Ich mach gleich einen privaten Umtrunk, wenn ihr wollt, ja? Kommt jemand hier aus der Ecke raus und ich werde sexuell belästigt? Wow, Berle. Warum sieht das Toxie so aus, wie es aussieht? Oh. No. Ich komme jetzt wieder hoch. Fox? Ja? Ja? Was ist? Nix, ich wollte nur gucken, alles gut. Okay. Achso. Achso, ja, ja. Okay. Hi, Sahne. Na, alles gut? Ja, immer und selbst. Ja, auch. Muss ja. Das freut mich. Aber ich bin erstmal wieder verschwunden. Ey, so, mach das. Ey, du auch, Knicker, ja? Kannst gern vorbeikommen. Ich hab noch ein bisschen was vor heute. Dann nicht. Also keiner sagen, dass ich nicht leid. Eingeladen hab. Ja, das ist okay. Ich merke mir. Ja, see you. Gefahr zu bringen. Nochmal rein? Könntest du aufhören, uns Fahrer in Gefahr zu bringen? Warum bringe ich euch? Wer hat das gesagt? Ich hab das nie rumposaunt. Naja, wir haben sich zwei Fahrgäste schon darauf angesprochen. Und Aki und Hawks haben ja auch gesagt, ja, dass du schon zu denen gesagt hast. Also ist klar, dass du denen das sagst, dass die Bargeld mit sich führen sollen, finde ich überrascht. Aber ich das habe ich nie gesagt. Wer erzählt das denn? Nein, stopp. Hawks? Also, ist es richtig, dass Sanu gesagt hat, wenn wir das anbieten können oder 2000 mit haben, dass wir das. Hat jemand gerade hierher geschossen? Hab ich auch so das Gefühl. Hab's gesehen, wer? Was bringt das hinterher rennen jetzt? Alles gut, Hans? Ja. Okay, ja. Yeah. Das war fucking knapp hier. Ja, die haben uns was getroffen in Straße. Ja. Auto ist da runtergefahren und dann rechts entlang. Genau, das ist ein Rebel. Was, runter auf rechts? Ja, ja, aber Fischer schon hinterher, er hat gesagt, er hat's gesehen. Also da, wir sind auch noch gut. Alter Schwede. Hier ist aber ganz schön. Wo ist Sarah jetzt hin? Ja, die ist mit eingestiegen mit Hans. Achso. Das Ding ist da vorne eingeschlagen, direkt bei dem Chef im Auto. Ja.
Es war verdammt knapp hier. Ja, vor allem, ich stand hier so. Wir standen bei dem Auto. Ja? Ja, wir standen, ja, stand Millimeter hier. Ja, fuck off, ey. Na, das war auf Lost im Zielgelände. Hallo? Wer ist da? Ich habe einen fast getroffen, habt ihr den? Leider nicht. Das war der Rusty Rebel, oder? Ja, richtig. Ja, keine Ahnung, der ist auf einmal hier rangefahren, hat gestanden da mit drei Mann und hat der geschossen, ist abgehauen. Drecksaudi. Ja. Moin. Moin. Hallo, ist beim Chef im Auto eingeschlagen, ja? Dreck. Was? War vom Rusty Rebel, oder? Ja, richtig, ja. Richtig, ja. Können Sie, haben Sie irgendwelche Personen gesehen, wie die aussahen? Na, nix. Nope. Ja, wir standen gerade da hinten allein und sind verhalten. Da sind aber ein paar mehr Leute hinterhergerannt. Von wo kamen die? Die kamen von da hinten. Die sind vom Lost alle gewesen. Hans ruft schon an. Ja, Peter. Nee, war einfach weg. Also der muss Richtung Hollywood Boulevard oder so abgehauen sein. War ein Rusty Rebel oder was? Ja, genau. Wo bist du denn? Hast du die... Eine Person weiß das T-Shirt nur? Oh mein Gott. Naja, weiße T-Shirt. Ein oder zwei Personen. Da komme ich mir haben vor. Haben die ein oder zwei gesehen? Warte mal. Ja, 88, hört im Funk. Da komme ich mir vor wie ein Wilden Westen hier, ja? Hört vor. Genau, ist ja irgendwie so. Ich frage mal eben drüben. Komm mal zwei mit. Ich wurde geschossen. Hans-Peter ins Auto eingeschlagen. Ey. Ja, yeah, wir standen da gerade, haben mit Sanu geredet und dann... Fox? Ja, ja, hier. Guck mal da hinten am Bild, hau mal den Nagel rein. Warum? Okay. Ja, das ist ja klasse. Besser? Ja. Hey, du sagst, das ist klasse, du hättest einfach mal fragen können, wie es uns geht. Ja, echt, hey. Stattdessen nicht ein scheiß Bild aufhängen soll, du Penner. Was ist mit dir los? Warum? Du hast mir gerade gesagt, die Kugel ist im Auto gelandet, oder? Ja, aber wir standen direkt daneben. Ja, also ihr habt keinen abgekriegt, oder? Alter, ich leider nicht. So, dann geht's euch doch gut. Warten Sie mal. Wir sind unter Schock. Unter Schock? Entschuldigung. Hallo? Ja. Wenn Sie den da einfach mal verprügeln? Ja, können wir leider nicht machen, Sir. Ah, schade. Der eine Strafe. Overwatch an, der hat ihn gerade. Ja. Naja, ist schon wieder ein großer Einsatz hier. Gut, bleib mal dran, Hans, einfach. Hans ist dran, ne? Ja, Hans hat die doch verfolgt direkt. Ja, Hans ist ein Däger. Okay. Hab die Polizisten gerade gefragt, ob er ihn verprügeln kann hier, aber er hat gesagt, nee, das kann er gerade nicht machen. Oh, dann mach ich das. Alter, das war noch nicht mal 50 cm von so einem fucking Schädel. Krass. Ja, halt den Mann gefällt das nicht. Ja, wissen wir nicht. Ja, einfach Rusty Rebel. Rusty Rebel ist hier hingefahren, kurz angehalten, hat geschossen. Kurz Gedanke, einen Moment. Cool. Und Ben schickt mich gerade her, weil er sagt, hier gibt's Lohn. Wegen Monatsende. Achso, ja. Hans-Peter schon wieder weg. Ja, gut, der ist den jetzt jagen, ist ja logisch. Dass er nicht da ist. Ja, hier muss Hans wieder was anderes sagen, dem Anwalt schon wieder. Ben? Ja, hab ich mitgekriegt. Aber wie gesagt, seitdem wir geredet haben, ist noch keine Fahrt reingekommen. Alles klar, passt. Ja. Auf, ehrlich, ey. Ist noch in der letzten Tage oder was? Ey, stell dir mal. Ja, aber warum. Hä? Stell dir mal vor, das passiert jetzt nicht nur jetzt hier in dieser Unternehmen, dass sie uns generell angreifen. Deswegen habe ich immer eine Pistole bei mir. Ja, habe ich auch, aber dennoch. Ich nicht. Weißt du nicht, wer ja, auf dich. Taxifahrer dürfen sogar Pistolen haben, sogar die Pflicht. Steht auf dem Auto drauf. Ja, aber. Waffengewalt ist keine Lösung. Ja, aber du weißt doch nicht von vorne rein. Komm mal hier.
das nicht lesen. Da musst du ein bisschen näher rangehen. Ja, ich bin froh, dass einer getroffen wurde. Ja. Mhm. Soll ich dir vorlesen? Hab schon. Okay. Also, dürfen wir das. Aule. Wenn einer die Zeche prellt, können wir ihm gerne den Fuß schießen. Aule, das hätte dann bedeutet weniger Einnahmen. Fuck, ey. Wieso weniger Einnahmen? Ja, wenn wir uns getroffen hätten. Achso, das. Ach, das. Ja. Oh. Ah, oh, Ben. Ben, was los? Zwischendurch dachte ich so, fahren wir vorbei. Auf jeden Fall kein Alkohol. Nach gestern hat mir das gereicht. Wir fahren alle bei Hawks vorbei. Ja, alles klar. Ja, Hans wollte gerade hin und Hans ist weg. Das, der ist, normalerweise rufst du ja mal an, wenn du dann da bist und nicht erst, wenn du ein Taxi holst. Du hast Schuld. So. Ciao. Das Gleiche. Ey, ich hol mir... Gestern angestoßen, mit so einem Papierchen. Bisschen gequatscht, ich, Nora und Ben. Ja. Dann kam Wodka, oh. Dann kam Jägermeister und dann kam Aki liegt auf Dach. Ja, ich hoffe nicht, dass die Bullerei jetzt noch was von mir will, weil ich muss gleich los. Ja, die kommen gar nicht mehr zurück. Wer weiß, vielleicht sind sie ja schwul. Halt die Fresse, ehrlich, ey. Alles gut. Würdigen? Nein, ich hab nichts gesagt. Trinkst du jetzt schon vor, oder was? No, no. Ich muss jetzt gleich erstmal Tanke und ein bisschen nicht alkoholische Sachen kaufen, ja. Oh Gott, das wird eine Qual für dich. Ja. Yeah. Nimm Ananasaft, dann saufen sie alle über Bier. Sowieso, die Leute sprudeln, denke ich mal, gleich alle ein. Warte nochmal. Die sprudeln ein? Sprudeln. Ich wollte gerade sagen, hat er jetzt gesagt, oder? Die schwulen ein, oder? Oh, fuck you. Ja, die schwudeln, habe ich verstanden. Ah, fuck you. So, ich bin weg, so. Bis gleich.